Und diese zwei standen heute im Mittelpunkt. Markus Bayerle, SSV Ulm, 12 Tore in der laufenden Saison. Damit führt er die Torjägerliste an. Und Alfonso Garcia, 10 Tore aus Unterhaching. Damit unter anderem auf Rang 2 der Torjägerliste. Trainer Ulrich, der Ulmer Trainer, pflegt sich nicht nach dem Gegner zu richten. Aber einer war ihm doch suspekt heute. Und das war Peter Zeiler, der zuletzt 3 Tore erzielt hat. Was für Schöne, der Lenker im Hachinger Mittelfeld. Und der hat ja auch die erste Möglichkeit in diesem Spiel unter den Augen seines Trainers Lorenz Günther Köstner. Die erste Ecke hereingebracht von Fersch. Linksfuß weggezogen vom Tor. Und erneut Peter Zeiler, den man Thorsten Raspe zuordnete, der deshalb von der linken auf die andere Seite im Mittelfeld wechselte. Beim Gegner verletzt Wald, dafür ins Team gerückt Oliver Wölki. In der Defensive zuletzt mit Schwächen, darum vom Trainer etwas ausgemustert, aber Stärken in der Offensive, so auch heute. Die erste Aktion von der Nummer 7, Markus Pleuler, dieser Kopfball. Und die zweite Aktion, dieser Pressschlag gegen Peter Zeiler. Nicht ganz fair, das Bein gestreckt. Zeiler zeigte Wirkung, angeschlagen am linken Knie. Vor allem aber für Haching wichtig, Verwirrung danach, denn Zeiler ist doch ein wichtiger Mann, der humpelte auf dem Feld herum und der Gegner hatte die ersten Chancen. Klaus Perfetto und Jürgen Wittmann. Stark zuletzt im Tor der Hachinger, zum ersten Mal hier eingegriffen. Klaus Perfetto in der Mitte lauerte Markus Bayerle, da machte er es. Der Routinier, der Ex-Profi vom VfB Stuttgart. Alleine hier haben wir Markus Bayerle. Und dann musste Peter Zeiler hinaus. Es kam für ihn Norbert Bartsch, ein gelernter Stürmer, der ging auch in die Spitze. Garcia rückte nach hinten in die Zeiler-Position. Dann diese auch nicht sehr dramatische Aktion von Grassoff gegen Bayerle. Ja. Dafür gab es Gelb und der Schiedsrichter Klaus Holz hatte so seine Probleme, nicht nur mit den Karten, auch hier mit dem Linienrichter, denn der hatte ja was gehört, was ihm nicht passte. Von Lorenz Günther Köstner, er sollte sich mehr aufs Spiel konzentrieren und nicht immer auf die Hachinger Bank schielen, so ist es in der Pressekonferenz. Und dann musste Libero Jörg Bergen seinem Trainer leider mitteilen, dass dies die beiden Herren in Grün-Schwarz so erzürnt habe, dass sich der Coach auf die Tribüne begeben musste. Kuriositäten-Kabinett am Rande mit einem Schiedsrichter, der auch sehr große Probleme mit diesem Spiel hatte. Zunächst aber die erste Aktion des neuen Stürmers. Norbert Bartsch hier gleich noch einmal nach einer Hoffmann-Flanke. Aber kein Problem im Tor für Philipp Plaus. Auf der Gegenseite stärker werdend Markus Pleuler mit diesem Schlenzer. Ja, Oliver Wölki offensichtlich doch nicht der einzige Linksfuß im Team des Schwimm- und Sportvereins Ulm. Jürgen Wittmann hatte nun mehr zu tun. Haching am Anfang das Spiel kontrollierend, jetzt doch mehr in der Defensive. Seit Zeiler draußen war, kam er nicht so recht die Sache in den Griff. Auch die Stürmer gut abgeschirmt. Eine der wenigen Szenen, in denen sich Alfonso Garcia durchsetzen konnte. In dieser und in der nächsten Szene. Hier geschickt von Hoffmann. Schnell gespielt. Aber auch die Ecke, die hier hätte gegeben werden müssen, bekamen sie nicht, die Achinger. Sie haderten mit dem Schiedsrichter. Wir sehen es gleich noch einmal. Ball vom Verteidiger. Hinausgespielt. Freistoß Ulm. Kein Problem für Jürgen Wittmann. Tief durchatmen. Wenngleich Ulm immer wieder über die rechte Seite kam. Thorsten Raspe und dann ist es Dragan Trikulja, von dem lange nichts zu sehen war. Gut abgeschirmt von Jens Feix.
der erneut für Ralf Bucher, der noch verletzt ist, ins Team kam. Aber da musste man schon aufpassen, kurz vor der Halbzeit. Lorenz Günther Köstner von der Tribüne aus jenseits der Laufbahn im Ulmer Donaustadion beobachtete eher skeptisch das Treiben der Seinen. Und dann Klaus Perfetto setzt sich durch gegen Stefan Reich. Keiner greift ihn an. Die 44. Minute und dann ist der Ball drin. 1:0 für Ulm, für die Gastgeber. Perfettos zweites Saisontor. Reich und Zeiler sollten sich um ihn kümmern. Hier war Reich dran. Aber eben nur dran. Und dann zeigt er, wie wertvoll er für Ulm ist als Regisseur im Mittelfeld und nun auch als Torschütze. 1:0 also der Halbzeitstand. Und nach Wiederanpfiff diese Szene gelb-rot. Denn gelb hat er schon gesehen, der Jens Feix, als sich Trikulja hier fallen ließ. Und dann kam die Hachinger Ordnung vollends durcheinander. Mit 10 Mann musste Lorenz Günther Köstner natürlich sofort reagieren. Oberleitner ging aus dem Spiel und Wladimir Ivica ging hinein, um Trikulja zu decken als Manndecker. Also Rückstand kurz vor der Pause, nun nach der Pause. Haching in Unterzahl. Ecke. Und Achtung, aufgepasst. Verwirrung in der Hachinger Abwehr. Markus Beierle nützt es aus mit seinem 13. Saisontreffer in der 58. Minute. Unmittelbar nach dem Wechsel und unmittelbar nach der Hinausstellung von Jens Feix behindern sich da Fersch und Torwart Wittmann gegenseitig, kein Problem abzustauben für Markus Beierle. Rainer Ulrich, der Trainer der Ulmer, konnte beruhigt sein. Denn Fersch hatte Probleme mit Trikulja, immer stärker wurde. Und Hoffmann gerade noch buxiert er den Ball da hinaus. Der Unterhaching zum ersten Mal in dieser Saison verliert völlig die Orientierung, geschwächt in der Defensive. Regisseur Zeiler fehlte. Ein Angriff auf Angriff nun vor das Tor von Jürgen Wittmann und das 3:0 durch Klaus Perfetto. Sein drittes Saisontor in Darmstadt hat es zum ersten Mal geklappt, heute gleich zweimal. Der Spielmacher heute auch Torjäger. Zwei Mann völlig alleine nach dieser Flanke von Pleuler. Jürgen Wittmann geschlagen. Und endlich danach einmal ein Konter des Tabellenführers. Kaum Szenen im Angriff hatte und dann rettet auch noch Thomas Botok, der Ungar, der vom MSC Pesch kam. Zweikampfstarker Mann. Und dann der erwartete Wechsel. Dragan Trikulja geht hinaus. Radomir Cilek kommt herein. Beide von ehemals in Ostrau spielend. Und weiter. Der SSV Ulm mit der Nummer 2, Thorsten Raspe. Komm, zumachen! Ja, zumachen. Ulm stürmte weiterhin, Haching ohne Druck im Mittelfeld. Die Spitzen hingen in der Luft. Perfetto, der Mann im Mittelfeld, der die Stürmer schickte. Cilek, der neue Mann. Da wäre noch mehr drin gewesen. Aber beim Spielstand von 3:0 war das nicht tragisch. Haching, Standardsituationen. Und der Versuch von Alfonso Garcia, sich da vorne durchzusetzen, mehr war da nicht drin. Ja, Cilek und Reich mit Problemen. Ulm spielte schnell. Rainer Ulrich schaute auf die Uhr, aber seine Jungs hatten noch nicht genug. Vor allen Dingen der neu ins Spiel gekommene Radomir Cilek.
Jürgen Wittmann musste weiterhin aufpassen. Hier noch einmal diese Aktion. Und wenn die Spielvereinigung sich dann mal zu einem Konter aufraffte wie hier, Alfonso Garcia über Dirk Hoffmann. Und über Wladimir Ivica, dann kam sofort der Konter auf der anderen Seite über Markus Pleuler. Ulm in allen Belangen überlegen. Mit 10 Mann war nichts zu holen, das muss man ganz klar feststellen für die Spielvereinigung Unterhaching. Tabellenführer verlor sein zweites Auswärtsspiel. Wann war heute der Knackpunkt des Spiels? Wann haben Sie gemerkt, die Unterhachinger schwimmen heute ein bisschen, sind zu knacken, zu packen? Ich glaube, nach dem 1:0 ist uns ein riesen Stein vom Herzen gefallen und das hat man auch gemerkt, das hat uns richtig befreit. Wir haben dann auch zu unserer spielerischen Linie gefunden, über den Kampf noch dazu. Und kurz vor Halbzeit das 1:0 und nach der Halbzeit haben wir dann nochmal mächtig Druck gemacht und ich glaube auch verdient mit 13:0 gewonnen. Ja, Herr Köstner, das Spiel ist vorbei, jetzt dürfen Sie wieder auf dem Platz, aber zu Späßen wird Ihnen im Moment nicht zumute sein. Oh nein, man soll nicht alles eng sein. Wir haben bisher Hervorragendes geleistet. Der Gegner war heute aggressiver, hat heute sicherlich in der ersten Halbzeit das Glück gehabt, in Führung zu gehen. Wir hatten wiederum die ersten Chancen, haben sie nicht verwertet. Der Sieg geht sicherlich auch in der Höhe in Ordnung und ist auch verdient für den SSV Ulm. Aber ich glaube, das wirft die Mannschaft wiederum nicht um. Wir müssen jetzt aus den restlichen 3 Spielen wieder versuchen, Punkte zu sammeln. Und ich muss eins sagen, wir dürfen nicht daran denken, die Tabellenspitze zu verteidigen, sondern wir müssen uns weiter konsolidieren, wir müssen weiter Fußball spielen. Und wenn wir das weiterhin beherzigen, dann bleiben wir auch lange vorne. Was sagen Sie denn zu der gelb-roten Karte für den Jens Feix? Das war ja wohl spielentscheidend. Danach fiel gleich das 0:2. Ja, es waren 2 Knackpunkte im Spiel, aber da darf man sich nicht beklagen, das beklage ich auch gar nicht. Das war einmal die Verletzung von Peter Zeil in der ersten Halbzeit und dann hatten wir gerade umgestellt und dann kam der Platzverweis die gelb-rote Karte vom Jens Feix. Das möchte ich lieber nicht kommentieren und das war der 2. Knackpunkt und danach war für uns, glaube ich, nichts mehr zu erreichen. Was fehlt dem Peter Zeiler? Der hat es am Knie irgendwie erwischt? Man weiß es jetzt noch nicht ganz genau. Wir sind dabei zu untersuchen. Können wir hier vielleicht nicht endgültig feststellen. Muss vielleicht eine ärztliche Untersuchung im Krankenhaus stattfinden. Auf jeden Fall, die Liga bleibt spannend und Sie nehmen es nicht so tragisch, wie ich das raushöre. Ja, die Welt geht nicht unter. Wir haben noch vor Weihnachten 3 Spiele und alle Kraft müssen wir in diese 3 Spiele reinlegen. Und die Mannschaft muss sich weiterhin festigen. Sie ist noch gar nicht so gefestigt, wie es momentan der Punkteabstand besagt. Es ist auch gar nicht entscheidend, wie viele Punkte wir Vorsprung haben. Das spricht ja eher gegen die anderen. Natürlich haben wir Spiele gewonnen bisher und waren mit zum Teil 5 Punkten Vorsprung an der Spitze. Aber das ist doch gar nicht das Entscheidende. Manchmal ist ein Punkt Vorsprung kann viel wertvoller sein, weil dann irgendwo von der Konzentration her alles viel größer da ist. Okay, vielen Dank, Lorenz Günther Köstner. Das war's aus Ulm und damit zurück zu Marianne Kreuzer nach München. Dankeschön, Axel Müller. Leider Unerfreuliches und Neues gibt es aus der Hachinger Kabine zu berichten. Peter Zeiler hat sich einen Innenbandabriss am Knie zugezogen und fällt für längere Zeit aus.